Ja, ab wann kann man eigentlich von E-Commerce bzw. von Dropshipping Vollzeit leben? Das ist ja ein Wunsch und ein Ziel von sehr, sehr, sehr vielen Menschen. Ja, viele wollen ja irgendwie möglichst von Anfang an das Ganze Vollzeit machen, wollen am liebsten heute aus ihrem Job raus und wollen dann Vollzeit nur noch Dropshipping und E-Commerce machen. Und heute sprechen wir mal darüber, ab wann kann man eigentlich überhaupt von Dropshipping leben? Also wann lohnt es sich überhaupt, seinen Vollzeitjob, den man vielleicht aktuell noch hat, an den Nagel zu hängen, um dann daraus einen neuen zu machen? Eine Sache, die du oder die dir persönlich ganz, ganz, ganz wichtig sein sollte, ist nämlich das Thema Sicherheiten. Und ja, ich weiß, es ist ein doofes Wort, aber das ist nämlich noch genau der Luxus, den du hast, weil was viele nicht bedenken, ist, wenn du beispielsweise dich jetzt komplett selbstständig machst und dich voll auf die Dropshipping-Nische drauf fokussierst und jetzt von heute auf morgen sagst, ich fokussiere mich nur noch auf Dropshipping, dass natürlich auch noch alle weiteren Fixkosten, das heißt alle weiteren Umlaufkosten, die du so oder so hast, egal ob du einen Job hast oder ob du keinen Job hast, die laufen weiter. Und bis das erste Geld, wovon du auch wirklich leben kannst, übers Dropshipping verdient ist, kann das nun mal auch länger als 2, 3 Monate dauern. Das sollte man immer mitbedenken. Und deswegen ist es einfach so, dass du über deinen Vollzeitjob eine gewisse Sicherheit hast, die du als Anfänger und vor allem am Anfang auch definitiv beibehalten solltest. Weil in der Regel, angenommen, wir nehmen jetzt mal einen normalen Single, durchschnittlichen Menschen, der hat eine Wohnung, meinetwegen 600, 700 Euro, wobei mit 600, 700 Euro jetzt hier in der Großstadt wie Hamburg, du siehst es hinter mir, ja, wirst du nicht weit kommen. Aber sagen wir einfach mal, du hast Fixkosten, 600, 700 Euro Wohnung, dann hast du meinetwegen noch ein Auto, dann hast du eine Leasingrate, das Ding muss getankt oder geladen werden, je nachdem, was du für ein Auto hast. Dann willst du essen, dann willst du mal ein bisschen Spaß haben, dann willst du nach draußen gehen, whatever. Das heißt, du hast ja schon mal monatlich so Fixkosten von 1500, 1600 Euro, die du so monatlich auf den Kopf haust. Und wenn du jetzt irgendwie durchschnittlich im Monat 2000 Euro in deinem Vollzeitjob verdienst, dann bleiben dir ja irgendwie nur so 400, 500 Euro, je nachdem, wie du natürlich lebst. So. Und wenn du jetzt von vornherein sagst, okay, nee, ich hänge meinen Job an den Nagel und ich gehe voll in das Dropshipping-Thema rein, also ich gehe all in und ich habe wenig Rücklagen, dann wird dir das Ganze halt schnell zum Verhängnis, weil du halt diese gewisse Sicherheit nicht mehr hast. Und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, wenn du dein Dropshipping-Business am Anfang erstmal vollkommen nebenbei aufbaust. Das ist auch eine Sache, die ich immer wieder machen würde, nämlich Vollzeit arbeiten gehen und nebenbei ein Business aufbauen. Das ist eigentlich so das, ja, das beste Szenario, was du eigentlich haben kannst, weil du hast einen Vollzeitjob, da gehst du arbeiten irgendwie 8 Stunden, das heißt, du arbeitest 40 Stunden die Woche und jetzt machst du nebenbei, ich sag mal, wenn du 8 Stunden die Woche arbeitest, rechnen wir mal 10 Stunden vom Tag sind weg, Anfahrt, Rückfahrt, ne, vielleicht morgens ein bisschen aufstehen, sich fertig machen und abends nochmal abduschen oder was. So, das heißt, du hast irgendwie dann 7 mal 10, also so 70 Stunden, die weg sind, aber da sind dir noch genug Stunden übrig, so. Und die Frage ist immer, was machst du am Abend, ja, oder was machst du vor der Arbeit, je nachdem, was du für Arbeitszeiten hast. Und ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als ich noch in der Schicht war, ich habe ja auf Schicht gearbeitet, ich habe erst Kfz gelernt und dann bin ich in die Schicht gegangen, 5 Schicht damals, und ich habe vor der Arbeit, wenn ich zum Beispiel Spätschicht hatte, habe ich halt vor der Arbeit mega viel gemacht, weil ich musste erst um 14 Uhr anfangen zu arbeiten und nach der Arbeit auch, weil um 10 Uhr war ich fertig, um 11 Uhr war ich zu Hause, und dann habe ich auch noch bis 2, 3 Uhr nachts gemacht und bin dann irgendwie um 10 Uhr morgens wieder aufgestanden und habe dann nochmal 2, 3 Stunden gemacht. Das war aber auch, ich war Single, ich hatte natürlich keine Kinder und es war alles entspannt, sage ich mal, ne? Das heißt, ich hatte viel Zeit gehabt. Das Gleiche geht aber auch in einem normalen Job, ne? Wenn du jetzt meinetwegen von 8 Uhr bis 16.30 Uhr arbeiten gehst, dann geht das auch. Dann hast du ja nach 16.30 Uhr noch genügend Zeit. Oder wenn du einfach mal ein paar Monate die Arschbacken zusammenkrampfst, sage ich mal, und mal 2 Stunden früher aufstehst, statt um 7, vielleicht mal um 5 aufstehst, dann wirst du auch einiges auf die Kette bekommen. Deswegen ist es durchaus möglich, und das ist bei fast all unseren Teilnehmern so, die bauen sich, also die meisten unserer Teilnehmer, die bauen sich neben ihrem Vollzeitjob eben einfach ein Business bei uns auf, also ihr eigenes Dropshipping-Business. Und es gibt nichts Besseres, als wenn du die Situation hast, dass du einen Vollzeitjob hast und dir das nebenbei aufbauen kannst. Und dann wirst du innerhalb von 2, 3 Monaten die ersten Resultate haben. Natürlich noch nicht die Resultate, dass du davon leben kannst, aber du hast Resultate und Geld, welches du zurücklegen kannst. Du hast diesen Job, das heißt, du hast ein sicheres Einkommen, welches auch definitiv ankommen wird, ja, gerade wenn du ein unbefristetes
befristeten Vertrag hast, dann ist es sowieso ziemlich schwierig, dich aus einer Firma rauszubekommen. Selbst wenn die erstmal Insolvenz angemeldet ist, ist das nicht mehr ganz so einfach. So, das heißt, du hast da schon mal definitiv eine Sicherheit. Und jetzt ist es dann so, wenn du jetzt nebenbei dein Business aufbaust und du damit Geld verdienst, dann musst du dieses Geld, das heißt, du musst an dieses Geld nicht dran. Das heißt, wenn du 2.000 oder 3.000 Euro im Monat an Gewinn machst, vor Einkommensteuer meinetwegen, ja, also vor der Gewinnsteuer als Einzelunternehmer, weil die meisten starten ja als Einzelunternehmer und jetzt nicht irgendwie als Kapitalgesellschaft wie GmbH oder sowas. Dementsprechend hast du es so viel einfacher, weil du gehst jetzt rein und machst dich Vollzeit selbstständig mit Dropshipping. Und jetzt machst du 2.000, 3.000 Euro Gewinn im Monat. Und jetzt hast du allerdings vergessen, dass du davon ja auch leben musst. Ne? Deswegen ganz, ganz, ganz wichtig, du solltest auf jeden Fall nicht zu voreilig kündigen, weil Cashflow ist am Ende des Tages King. Und das habe ich nicht anders gemacht. Ich zum Beispiel, ich habe ein Jahr lang noch Vollzeit gearbeitet. Vollzeit habe ich in Schicht gearbeitet, über ein Jahr lang. Irgendwann dann habe ich den Entschluss gefasst und gesagt, okay, ich kündige jetzt, das reicht. Ne? Ich habe ein bisschen Geld gehabt, ich bin damals auch zurückgezogen zu meinen Eltern, um die, ja, die Lebenskosten einfach niedrig zu halten und habe dann einfach Cashflow aufgebaut, um mit dem Geld weiterzuarbeiten. Und ich empfehle dir auch nicht, wenn du jetzt meinetwegen irgendwie 4-5 Monate nacheinander 30.000 Euro Umsatz machst und von 30.000 Euro Umsatz hast du jetzt irgendwie 6.000 Euro Gewinn gemacht, sagen wir mal 5.000 Euro Gewinn gemacht, ja, ein bisschen mehr als 20% vielleicht, dann ist es halt so, man gewöhnt sich klar schnell dran, das heißt, ich habe jetzt irgendwie 4 Monate nacheinander 5.000 Euro Gewinn gemacht, aber was du halt schnell vergisst, ist eben einfach, dass du auch davon erstens, wie gesagt, leben musst und zweitens, du kennst das gesamte Business Game noch nicht. Du bist gerade mal ein paar Monate in der Selbstständigkeit, hast dir ein paar Monate gerade mal was aufgebaut und dann willst du dich direkt damit Vollzeit selbstständig machen. Das, klar, das funktioniert, aber ich möchte dich einfach auf ein paar Risiken auch noch drauf hinweisen, weil es kann ja immer mal was passieren, ne? Dass irgendwie Krisenzeiten kommen. Ne? Haben wir ja in den letzten Jahren gesehen, was Krisenzeiten, was es da alles gab. Klar, das war bisher immer zugunsten des Onlinehandels, also Corona-Pandemie und so weiter. Das hat ja das gesamte Business noch nur weiter nach oben gepusht. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja? Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, ein ganz entscheidender Faktor, dass du den einfach immer wieder mit beachtest. Du weißt nicht, okay, habe ich jetzt vielleicht mal eine Sommerflaute oder kann mein Lieferant noch liefern oder die Qualität ist minderwertig oder du hast irgendwie Artikel verkauft, die du gar nicht verkaufen darfst und so weiter und so fort. Also da können etliche Fehler passieren, gerade dann, wenn du vielleicht ohne jemanden zusammenarbeitest, der das lange gemacht hat, wie jetzt wir zum Beispiel. Wir arbeiten halt schon ziemlich lange mit über 2000 Leuten zusammen. Seit 2018 machen wir das offiziell, seit 2017 machen wir inoffiziell. Das heißt, wir sind schon sehr lange am Markt und wir haben auch dementsprechend Erfahrung. Auch eine Sache, die du beachten solltest, ist, dass du nicht zu vorsichtig, aber auch nicht zu unvorsichtig bist. Das heißt, wenn du zum Beispiel zu unvorsichtig im Business bist, dann machst du schnell Fehlentscheidungen, wie zum Beispiel, oh, und du siehst zum Beispiel nur das Geld, das heißt, du siehst deinen Umsatz, 30.000, 30.000, 30.000, du siehst deinen Gewinn, 5.000, 5.000, 5.000, ja, so viel Geld hast du vorher noch nie verdient. Dann kommt aber vielleicht mal eine Wende, ne, wo vielleicht mal ein Monat nicht so gut läuft und du denkst dir, oh fuck, was kann ich machen? So. Und deswegen muss man da natürlich ein gewisses Gleichgewicht finden zwischen diesem Vorsichtig und zwischen diesen nicht zu vorsichtig sein. Und das ist dann oft eine Sache, die sehr, sehr, sehr gut funktioniert, wenn man halt dieses Zwischenmenschliche ganz gut kann. Ja? Auch eine Sache, du solltest dich, wenn du jetzt in deinem Vollzeitjob noch tätig bist und du willst dich jetzt selbstständig machen, das funktioniert erstmal so nicht. Du kannst dich nicht von heute auf morgen selbstständig machen, wenn du keine Rücklagen gebildet hast. Und die wenigsten haben das. Die meisten, die leben halt von dem Lohn, den sie bekommen, legen vielleicht 50 oder 100 Euro zur Seite. Mehr geht dann auch nicht. Ne? Und deswegen, die ersten Jahre gehören einfach nur deinem Business. Das heißt, alles Geld, was du in den ersten ein, zwei Jahren verdienst, das geht alles auf ein Konto, wo du nie dran gehst. Ne? Das ist maximal Geld, was du ausgeben kannst für Skalierung. Das heißt für Marketing, für neue Produkte und so weiter und so fort. Aber nicht irgendwie auf den Kopf hauen, wie meinetwegen jetzt hier, ne, einen Porsche zu kaufen zum Beispiel. Ne? Ich zum Beispiel, wann habe ich meinen ersten Porsche gekauft? Ich habe meinen ersten Porsche 2020 gekauft. Da war ich aber auch schon fast 5 Jahre im Game. Ne? Also ich habe schon 5 Jahre E-Commerce gemacht. So, und meinen nächsten Porsche, meinen Porsche Taycan, den habe ich erst 2023 gekauft, dieses Jahr. Die ersten Jahre gehören deinem Business und erst wenn du wirklich konstant mal Ergebnisse erzielt hast, dann ist es an der Zeit, dir da mal was rauszuziehen. Und auch ganz wichtig, nicht über den Verhältnissen leben, gerade in den Anfangszeiten. Ja, du siehst
dass gerade auf Instagram, TikTok und so, siehst du halt viele junge Menschen, die einen auf geilen Macker machen mit ihrem Porsche, ne, so wie ich jetzt hier zum Beispiel, ne, oder Lambo und umsetzen und so weiter und so fort. Aber lass dich davon nicht zu krass blenden, weil das sind vielleicht alles Menschen, die leben über ihren Verhältnissen, aber die wissen das halt gar nicht so. Und bei uns steckt halt richtig was hinter so. Wir machen das ewig, wir haben Ahnung, wir wissen, was wir machen und wir können dich auch dazu bringen, dass du eben einfach einen vernünftigen Start ins Business machst, ne, sodass du nebenbei deinen Vollzeitjob noch ausübst, darüber dein Geld verdienst und dass wir dann nebenbei dein Business eben aufbauen. Ja? Wenn du nebenbei einfach was aufbauen willst, dann bist du bei uns immer an der richtigen Adresse, weil es gibt doch nichts Einfacheres, als dass du einen Vollzeitjob hast, Vollzeit arbeiten gehen kannst. Nebenbei baust du dir dein Business auf. Und wenn du merkst, okay, meinetwegen nach, schon nach einem halben Jahr, okay, das läuft, vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, irgendwie in eine Teilzeitstelle oder so zu wechseln. Ja? Hauptsache, du hast noch eine gewisse Sicherheit in Anführungsstrichen, weil natürlich, wenn du mehr Zeit ins Business investierst, dann bekommst du das natürlich auch noch schneller nach vorne katapultiert. Das ist ja kein Geheimnis an dieser Stelle. Aber um dich mal so abzuholen, was ja eigentlich auch der Sinn hier war, ist nämlich, ab wann kann man von Dropshipping leben? Und ich sage ganz klar, du solltest mindestens 30.000 Euro Umsatz im Monat haben und das über einen gewissen Zeitraum. Also jetzt nicht irgendwie nur mal heute, nur mal diesen Monat und nächsten Monat, sondern wirklich konstant über die Monate. Wenn du konstant über Monate 30.000 Euro Umsatz machst, dann bist du, ja, dann geht das Ganze definitiv schon mal in eine richtige Richtung, sodass du da gut aufgestellt bist und gut weitermachen kannst. Ja, wenn du dann vielleicht jetzt in einer Situation bist, wo du dir selbst dein eigenes Business aufbauen willst, ja, wo du selber jetzt sagen willst, okay, ich will das machen und ich möchte das auch erstmal nebenberuflich machen, wirklich was Geiles aufbauen, dann solltest du das auf jeden Fall mit uns machen. Wir können dich da sehr gut beraten, wir können dich da sehr gut unterstützen. Wir haben schon extrem viele Kundenergebnisse produziert, die auch wirklich funktionieren, wo auch wirklich was dahinter ist. Also wir machen das, wie gesagt, inoffiziell seit 2017, offiziell dann 2018 mit unserem Coaching, und E-Commerce machen wir schon seit 2015 und wir haben unfassbar viele Ergebnisse gescheffelt und wir machen auch bis heute eben einfach E-Commerce, und das ist auch das, was uns natürlich von, ja, der gesamten Masse da draußen unterscheidet. Wir sind nämlich mit Abstand die einzigen, die wirklich noch E-Commerce machen in der Praxis. Wir haben eigene Online-Shops, wir zeigen die alle und so weiter und so fort. Deswegen, wenn du Bock drauf hast, dann geh mal auf kevinhelfenschein.de und buch dir dort einfach mal dein kostenfreies Erstgespräch und dann schauen wir mal, wie wir beide miteinander harmonieren und wie wir beide zueinander passen, um dann gemeinsam arbeiten zu können.